Gut. Engelsstatuen. Da gibt es, jetzt muss ich gerade überlegen, wo die waren. Die waren hier irgendwo. Moment. Nicht die Engelsstatuen im Thronbereich. Die sind nicht gemeint. Nö, hier ist es nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier runter. Und hier raus. Und dann einmal komplett rum. Also am Anfang kann man sich hier echt schnell verwirren. Bevor man hier erstmal alles findet. So, ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, wo die Engelsstatuen sind. Hier. Frische Luft und gute Aussicht sind alles, was der nächste Zettel will. Gute Aussicht. Mhm. Jetzt kann man schon mal hier gucken. Da ist er. Der nächste Zettel liegt dort, wo das Gerippe eines längst Toten weiter ihr Unwesen treibt und den Zustand des Schlosses kontrolliert. Wie bitte? Ein Toter kontrolliert den Zustand des Schlosses? So, genau. Dann geht man jetzt hier lang. Hier runter. Und schon ist man beim nächsten Zettel. Suche 8 Säulen und du findest den nächsten Zettel. 8 Säulen soll ich suchen. Naja, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Nee, ist es auch nicht. So, und dieses Skelett. Passt natürlich auf. Da ist auch das Buch, was der Geist gebraucht hat. Allerdings sind Geister nur nachts anwesend. Tagsüber, so wie jetzt, also man sieht, es ist tags. Das Licht scheint rein, so kann man erkennen, dass es tags ist. Jetzt würde man den Geist nicht antreffen. Also kann man erstmal ruhig weitermachen. 8 Säulen braucht man. Und hier sind 2, 4, 6, 8. Da ist er. Stufen sind der Ort des nächsten Zettels. Sie führen direkt zu ihm. Stufen führen zum nächsten Zettel. So, das ist auch nicht so schwer. Da ist er nämlich schon. Frischer Wind weht über dir. Suche den Zettel auf einem Dach dieses Schlosses. Gut. Dach des Schlosses. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie komme ich da am besten hin? Nee. Ich brauche eine Leiter. So, genau. Hier hoch. Kann man hier mal ein bisschen was gucken. Ja, so zum Beispiel hab ich jetzt auch mal... Hat Walner einen Zauberspruch gelernt. Also man sollte wirklich alles anklicken, was hier möglich ist zu finden. Aber jetzt muss man erstmal das... Dächer absuchen. Ich habe eine Vermutung, wo der nächste Zettel ist. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Der müsste jetzt nämlich hier irgendwo sein. Ich muss gerade überlegen, wo.
interessante Halle hier. So, hier... Ist er nicht. Okay. Dächer. Jetzt muss ich gerade mal selber grübeln. Dächer. Ach, jetzt. Ach doch, ich weiß jetzt wo. Mhm. Jetzt weiß ich's. Es gibt ein Dach. So. Ich glaube, man könnte ihn jetzt gleich erst nicht sehen. Ja. Aber doch, er müsste hier sein. Ich gehe dann einmal hier lang. Und hier hinauf. Dann müsste da... Jawohl, der nächste Zettel. Und das Ende ist nah. Gib nicht auf. Der nächste Zettel liegt ganz in deiner Nähe. In meiner Nähe? Genauerdings wohl nicht. Na, hoffentlich lohnt sich die Belohnung auch. Oh, sind wir sogar schon fast durch. Auch gut. Ein Breitschwert, sehr schön. Eine Waffe ist immer wichtig. Und da ist auch schon der nächste Zettel. Und die Speicherstein. Jawohl. Hat sich das Speichern schon investiert? Und gelohnt. So. Der nächste Zettel. Hier ist er. Der vorletzte Zettel liegt versteckt an einem Ort, der eine gute Aussicht auf den Innenhof bietet. Also wieder mal irgendeiner der inneren Balkons. Mhm. Und man kann ihn tatsächlich von hier aus jetzt nicht sehen. Aber er müsste genau über mir sein. Muss man da erstmal hinlaufen. Da waren wir vorhin übrigens drauf. Das ist nämlich der Balkon. Ja, Wallner, der kriegt Kilometergeld für das ganze Gelaufe hier. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Das ist der vorletzte Zettel. Der letzte Zettel führt dich an den Anfang zurück. Was soll denn das bedeuten? Ja, ganz einfach. Das ist jetzt wieder ganz, ganz einfach. Und wir haben es sogar geschafft. Jetzt müsste man sich vorstellen, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich ungelogen mindestens eine Stunde gebraucht, um alle zu finden. Erstens, weil ich mich nicht in diesem Schloss auskannte. Also überhaupt gar nicht. Und es so verwinkelt ist und dann kam ich durcheinander, in welchem Stockwerk bin ich jetzt. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Also eine Sache. Das war echt verwirrend für mich am Anfang. Ach nee, stopp, halt. Da muss ich hoch. Ach, ja. Und der letzte Zettel liegt hier auf dem Tisch. Sehr gut, Walner. Deine Belohnung wartet auf dich, Aska. Endlich. Jetzt bin ich aber gespannt, was ich von ihm bekomme. Wirklich sehr gut, Walner. Aber ich hatte auch nichts anderes erwartet von meinem besten Sklaven. Hier ist deine Belohnung. 3 große Seelensteine und dieser mächtige Zauber. Golembeschwörung. Wie bitte? Seelenstein und ein Zauber? Was soll das? Walner, komm mit. Ich erkläre es dir. Lass uns in mein Magierzimmer gehen. Na gut.
Das Zimmer befindet sich unterhalb des südwestlichen Eckturms. Also wir sind jetzt hier im südöstlich, also quasi müssten wir jetzt einmal komplett um das ganze Schloss rum. Das heißt jetzt erst einmal nach oben. Jetzt kann man entweder so lang laufen oder andersrum laufen. Wie rum man läuft, ist egal. Man kommt auf jeden Fall aber an den Platz an. Genau. Wenn man jetzt einige Bücherregale sich anschaut, kann man manchmal etwa erkennen, wie jetzt ungefähr die Gesinnung von Rainer ist. Zurzeit mag er Mord und Intrigen. Das ändert sich je nachdem, wie wir uns selbst auch entscheiden. Ah, okay. Den Schalter hätten wir mal vorher betätigen sollen, dann wäre hier eine kleine Truhe aufgegangen. Ja, was ist wohl aus der Familie Eldains geworden? Tja, sagen wir mal so, des einen Leid des anderen Freund. Sie mussten leiden, als ich das Schloss übernommen habe. Ich weiß. Ja. So, da wären wir an der Treppe. Und hier geht es jetzt zum Magierzimmer. An der Stelle jetzt beende ich das Let's Play für dieses Mal. Beim nächsten Mal werden wir dann sehen, was sich hinter dieser Tür befindet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Ein Like, ein Abo, je nachdem. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Macht's gut und man hört sich. Ciao.